Die Frage ist, ob ich die auch so kriege. Ohne Geld. Ohne wieso? Zu bezahlen. Wieso? Das ist die richtige Frage. Wieso? Sie können ja auch nicht einfach so eine Wurst so nehmen. Warum denn? Das ist doch eine Frage. Ey Dietz, ich hab dir schon mal gesagt, wenn so ein Radfahrer dir hier lang pest. Ja, ja. Dir, sie, dir, so es Schwein. Es, also machen wir nur mal keine Unterschiede hier von wegen Emanzen Scheiße. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Was, Sie singen hier Titel ja? Von Cranberries. Sie wissen schön, dass das gegen das Urheberrecht verstößt. Ist auch okay. Das tut uns sehr leid, aber Sie können ja sowas wie Mozart spielen. Das ist der ist schon 70 Jahre tot, aber sowas Modernes, das geht nicht. Hier, meine Kollegin, die ist da immer ein bisschen wie so ein kleiner Korinthenkacker. Ich bin da ein bisschen lockerer und ich sag mal so, das ist ja auch, wenn sie hier sitzt und so singt, das ist ja auch eine Verschönerung vom Platz, muss man auch mal ganz klar sagen. Und da muss man jetzt hier nicht auf jeder Kleinigkeit drauf rumreiten, sondern da kann man auch mal beide Augen und auch den Arsch zukneifen und hier mal die nette junge Dame mal ein bisschen fiedeln lassen. Ich meine, das, ja, das ist eine gute Frage. Ich wünschte nämlich, dass das nicht so wäre. Notgedrungenermaßen ist es schön. Ich sehe auch, dass die Reize dieser Dame sie sehr beeindrucken. Das hat man damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin aber auch dazu eingestellt, um... Moment, sind Sie wirklich vom Ordnungsdienst? Entschuldigung, weil Sie gerade so etwas... Ist ein bisschen seltsam, aber ich danke dir auf jeden Fall. Ja, sehen Sie? Da kommt man nämlich weiter, wenn man nett ist. Sehr, und nicht immer gleich die Leute anfährt von blöd gut, von der Seite. Wissen Sie, was ich meine? Habe ich ein I auf der Stirn? Steht da Information? Naja. Sie können ja jeden anderen fragen, aber warum denn mich? Naja, Sie kennen Sie nicht. Aber ja, sie mich kennen Sie doch aber ohne, nur weil ich eine Uniform anhabe, heißt das nicht, dass Sie mich einfach so anlabern dürfen. Alexanderstraße ist nur völlig Latte, wo die ist. Unmöglich. Was machen Sie denn jetzt hier? Was passiert denn hier? Jetzt eine Flasche runterfällt von oben. Frau Dietz, im Dienst hier nicht flirten. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Es geht hier nicht im Flirten, es geht ja, hier um Arbeit. Schon, ja. Die sind hart im Nehmen im Gegensatz zu Ihnen. Der arbeitet nämlich den ganzen Tag gar nicht. Ja, alles richtig gemacht. Was alles richtig gemacht, wir sind stolz auf Sie. Muss denn das sein? Kannst du nicht eine Veggie-Wurst holen? Was, eine Veggie-Wurst? Ich will eine richtige Wurst und nicht so eine Tofu-Scheiße. Hier wird ein Tag Ordnungsamt. Alles klar, ist ja ordentlich. Ey. Die Frage ist, ob ich die auch so kriege, ohne Geld, ohne wieso? Zu bezahlen. Wieso? Das ist die richtige Frage. Wieso? Sie können ja auch nicht einfach so eine Wurst so nehmen. Warum denn? Das ist doch eine Frage. Ihr seid jetzt im Ordnungsamt. Genau, und da wollte ich fragen, bevor ich hier quasi 80 Kontrollen durchführe, ob sie mir so eine Wurst geben. Schick mir den Papiere. Warum? Warum nicht? Ja, weil ich ja ihre sehen will. Da kann ich gar nicht erstmal meine zeigen. Also erstmal nicht du, sondern sie. Ja, Mann hat doch vollkommen recht, weist sich erstmal aus. Was, ne? Was mischen Sie sich denn jetzt hier schon wieder ein? Ich möchte hier eine Wurst haben und Sie quatschen mir von der Seite rein. Wie ist denn das, wenn die Wurst immer brauner wird? Schmeißen Sie die dann weg? Nee. Nee? Was schenken wir dann an Leute wie dich? Frau Dietz, das mit der Wurst, das verstehen Sie nicht. Das ist Leben und Leben lassen. Heute nehme ich dem eine Wurst ab. Dafür sorge ich dafür, dass der morgen nicht in eine Wurst tritt. Verstehen Sie? So wird nämlich ein... Sie sind ein richtiger kleiner Waschlappen, ne? Ich lasse mir viel erzählen. Nicht lassen Sie sich erzählen, von, nicht! Von Männern. Nicht. Das war wieder eine Folge Ordnungsamt in meiner Paraderolle als Mike Obermeier. Schreibt doch mal in die Kommentare, warum ihr verdammt nochmal nicht auf Facebook geht und uns dort abonniert. Das wäre mal ganz interessant zu wissen, warum ihr uns dort mobbt. Warum mobbt ihr uns? Warum? Was haben wir euch getan? Schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Samstag wieder, wenn es wieder heißt, lachen, bis du kommst. Ciao.